gibt wieder einige Tropfen jetzt über der Anlage. Und jetzt haben wir irgendeinen Irren auf dem Platz. Ja bitte, wo ist denn hier das Sicherheitspersonal? Schade, dass es auch im Tennis mittlerweile solche Vollidioten gibt. Und sowas kann natürlich auch ins Auge gehen und das ist wirklich bedauerlich, dass so etwas geschehen muss. Er scheint ein bisschen geschockt zu sein, Roger Federer. Das hätte ja auch ein Angriff auf den Körper des Schweizers sein können.